Hallo Freunde der Landwirtschaft, willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS15 Multiplayer Let's Play auf der im Waldkader Map V3. Mit dabei ist der Steffen Hallo. und der Christian. Hallo. So, wir wollen heute Zuckerrüben ernten, roden, was auch immer. Wie wir sehen können, auf dem Feld ist das ein Riesenschlag. Ich glaube, da habe ich mir was vorgenommen. Vor allen Dingen sah das Ding nur eine Arbeitsbreite von 3 Meter hat. Ja, dann sage ich nur viel Spaß und troffende Ware, ne? Ja. Dann schmeißen wir das Ding mal an. Hat man meistens so hoher Ertrag, wenn es jetzt Zuckerrübe oder Kartoffel oder was, da bleibt jede Menge hängen immer. Ja, das Problem ist aber, wir haben, glaube ich, das Feld vorher nicht gedüngt. Das, was man bei der Kartoffel gemacht hatte. Aber Gut. trotzdem, 3 Meter nur, das ist... Haufen Zeug, ne? Ja. Dann bräuchte man jetzt eine Mod, wo man instellen kann, glaube ich, bis auf 6 Meter. Oder 9, was das Ding hat. 9, ja. Ja, dann wird man auf jeden Fall mal mehr Meter machen wie jetzt mit dem kleinen Ding, was ich da habe. Das stimmt, ja. Ich kann hier mal hingehen, kann schon mal alles ausschalten, was ich jetzt nicht brauche. Dann lasst uns roden. Auf geht's. Mach hin. Also da sehen wir definitiv keine Zuckerrüben mehr. Bischof Feld 7, gell? Ich bin ja. Feld 12. 12, ja. 12, ja. Nee. Gute Nacht, Katje. Das kann man laut sagen. War ich mir wirklich denn im Mod, ja? Weil schon dauert das ewig. Na? Bei Miedemann ist halt nur 2 da, weißt du? Das ist dann mit 2 fahren. Ja, das könnten wir vielleicht später machen, ja. Also Weil mit sonst... M. Machst du den Wolf? Ja, mit M fahre ich nächste Woche noch. Bis dahin haben wir eventuell dann auch schon die, die neue Karte, ne? Ja. Die Spezialkarte. Die ich übrigens schon mal klein bisschen hinspitzeln dürft. Will jetzt nicht zu viel verraten, ich kann eins sagen, es wird richtig, richtig geil. Als ich reingeguckt habe, ich wollte direkt loslegen. Ist aber leider noch Ja. nicht fertig. Warte noch, warte, ne? Richtig. Gut Ding hat Weil, ne? Jo. Aber das ist wirklich ein richtig gut Ding. Hat sich ein bisschen... Also einiges dran verändert. Ja, wie gesagt, ich will nur nicht zu viel verraten. Genau. Man wird sehen, ne? Sag ich mal. Genau. Soll ich Warum mal alle stehe ich geil nicht so, war. was pusht's denn? Was? Was kostet's denn? Mit Kohle! Ja. Ey, soll ja ein bisschen spannend bleiben. Was auf der Map neu gibt. Wird auf jeden Fall rechtzeitig angekündigt, sobald man die Map haben, wann es losgeht. Oder sobald man genaueres wissen, wann es losgehen soll auf der neuen Map. Ich sag, was mir vielleicht vorhanden, das hatte Steffen, glaube ich, die Idee gehabt, dass man den Spielstand trotzdem lasst. Macht halt die private Mods raus. Verkauft die private Sache wieder.
und spielt eventuell halt nicht mit zu viele Mods, sondern hauptsächlich fast nur mit originalen Sachen, die ich jetzt mal sage. Und dann, dass man dann vielleicht ab und zu mal, wenn jemand Lust hat, jemand dazu nimmt, so als Gast oder so, für eh zwei Parts. Aber das Die würde ich hängen dann. vor. Hä? Die hängen vor. Okay. Musst du Sehen ab. wir. Musst du abfahren. Ja. Nee. Weil anders, da wäre ich doch auf dem Feld nämlich fertig. Nee, Mann, mach du nur weiter, du voll Ich nett. fahre sie ab. Nee. Was ich schon sagen wollte, ist auf jeden Fall, wenn wir das machen oder so, dann würde ich fast sagen, würde ich das am liebsten mit Abonnenten machen. Aber wie gesagt, sobald das alles dann, wenn das alles soweit ist, wird rechtzeitig Bescheid geben. Machen wir dann, ja. Ist halt nur immer schwierig, dann ein passender Zeitpunkt immer für alle Mann zu finden, weil desto größer es wird. Ja. Weil wenn wir die neue Map kriegen, werden wir hauptsächlich auf der neuen Map spielen. Der allerdings halt nur mir drei Spiele. Und wie gesagt, auf dem Spiel schon, wenn wir dann erstmal so ein Gast oder sowas dazu nehmen für L2 Parts. Ja, wie gesagt, das überlegen wir uns immer noch genau, ne? Wenn wir das dann Genau. ein bisschen machen, Richtig. dann sehen wir das. Das klappt. Ja, der Christian ist das sehr wählerisch. Nimmt nicht jeden. Ja, genau, ja. Er weiß schon, wo der Frosch die Locke hat. Ja. So ist es. Feld hätte Mamo. Ja, normalerweise müsste ich schon jetzt ein Häufchen machen, ne? Ja. Großes aber. Aber großes Häufchen wird gemacht, ne? Müssen wir platzierbare Haufen hier setzen und dann, ich das anhört. Gell. Platzierbare Haufen hier setzen. Hätte man direkt falsch verstehen, ne? Ja. Der Igel wohnt jetzt hier. Ja, genau. So, das Feld hier schon falsch gedroschen. Das nächste wäre, Moment, das war 11. Das ist 11, am gell? Hof. Oh je, was habe ich mit der Orgel da? Ja. Kall mal droppe, sag ich nur. Ich gehe hier und schnapp mal jetzt Wetter rüber an deine Hälfte und mit Dresch das, aber na gut, wenn der Durst gemietet, ne? Auch wieder. Ja. Was ist das, ne? Der Heiko Oh, wie sie alle Lähmere. auf, wie sie auf den Chef gehen, ja. Alles klar. Grüße an Mama. Da müsst man eigentlich aufheben, das Feld. Das ist für Strafarbeit oder so, weißt du? Kann man durch? Wieder, ich war ein Lichter, oder? Wenn man
Wenn ich doch jetzt so übers Feld gucke, was ich noch vor mir hab. Oh je. Gell, Müsste ich eigentlich noch... Ja, eigentlich könnte ich ja hier gehen und das eigentlich manuell das machen. Nicht mit dem Ender, sondern mit der einzelnen Gerätschaften. Wer? Hä? Wenn du willst, das mal. Oh, hier sind noch so zwei. Einer tut vorher Krautschlau und der andere tut Nein. Du müssen wir Geld an der vorkriegen, gell, Schöpfen? Wir kriegen ja nichts, wir arme Schlucker. Wir arbeiten hier umsonst. Ja, nimm mich lang. Das wird sich wahrscheinlich auf dem anderen Hof ändern. Oh, der hat nur gemeint, jetzt weil er Urlaub hat, kann er da, hätte er da freie da, weißt du? Ja, ja. So, ja, gut, ja, ja, dann verstehe ich es. Ja. So, dann ist das klar. Nee, das wird sich eventuell mit der anderen Map eventuell ändern. Vom Wesen, dass wir kein Geld haben. Wir müssen nach Hause mit eurem Geld und wirtschaften, dass wir auch genug Kohle haben. Da kannst du irgendwo drauf parken, auf dem Weg da. Du gäre Wirtschaften. Ja. An der Theke am besten, ne? Bei der Frau Wirtschaft. Bei der Frau Wirtschaft und beim Herz abfahren. Ich steche nur da gerade durch. Da. Ja, das ist Meter macht da. Nicht zu fassen, noch nicht einmal Folge was. Waren ja, jetzt gerade mal 6% drin. Ja. Weil nicht gedüngt war. Alter, 2.000-3.000 drin, genauso viel wie in der Hänger hingeht. Nicht 30? Ne, 2.30 hat er da. Ich weiß gar nicht, ich benutze kein Original an mich, ich weiß das schon gar nicht. Mein Motto, den Motto, wo man gesagt hat, der hatte 50.000. Ja. Aber sind wir schon wieder beim wählerischen Ohr kommen, ne? Bisschen. Aber auch nur ein bisschen. Ganz, ganz, ganz klein. Ja. Echt? Wird das kleine Stück weg? Oh Mann. Wenn man so außer an sich fahrt und guckt so übers Feld drüber. Es tut richtig auer weh. Dann hört's nicht auf, ne? Ja. Kein Ende in Sicht. Gibt's voll auf die Rübe. Wenn sogar die Erntemaschine zulasse, ich war auch nicht mehr Schilderung, gibt sowas auch. Nimm nur gescheites Nummerschild. Ja. Gibt's dir eh nichts, wenn man nicht zulasse, ne? Komm ne eh ab. Richtig. Chef, ich will dich ja nicht kritisieren, aber hätte ich anders herumfahren müssen. Warum? Das langt genau. Wenn ich jetzt runterfahre, wird abgetankt. Ja, in die andere Richtung, wenn ich. Kann dich nämlich nicht abtanken, ohne dass ich in die Rive fahre. Ja, das wäre. Wenn ich runterfahre, geht's. Das ist noch genug Platz. Das langt genau bis oben hier.
Bin jetzt bei ah, 76. Ganz speziell die Technik. Ja. Technik, die begeistert. Technik. Ja. Extra so geplant, ne? Ja. Vor Jahrtausende schon von Vater zu Sohn weitergegeben. Richtig, genau. Ja, ist ja welches, ne? Vorausschauend gefahren heißt das. Tut mir leid, ich muss halt lachen, wenn du das sagst. Also. Warum? Also irgendwie rausschauend, sicher fahren. Ja. Ruhig. Richtig. Gemütlich. Richtig. Mhm. Treibt alles nicht auf dich zu. Glaubt ihr kennt von uns. Ja. Sagen wir so, ich bin schon lange nicht mehr geblitzt, du. Ja, nicht mehr. Entweder schaffen sie nicht mehr oder stehen immer am falschen Eck. Ey, seitdem ich den Clay hab, wird nicht mehr geheizt. Sicher? Und jetzt können sie mich abtanken. 3,8%. Das passt. Oh, ich bleib stehen. So. Also du spinnt wieder, du wackelt wieder die Räder. So, mit dem Bild bleiben wir jetzt gerade stehen. Dann verabschiede ich mich bei euch. Bedanke mich fürs Zusehen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss. Tschüss.